Panzer auf zwei Beinen, so könnte man die riesigen Battlemechs bezeichnen. Sie steuern diese großen Kolosse als Angehörige eines Clans gegen die Krieger eines anderen Clans. Das ist aber gar nicht so einfach, denn die Dinger sind zwar ziemlich stark bewaffnet, aber auch sehr hitzeempfindlich. Das heißt, im allergrößten Gefecht kann es schon mal so heiß hergehen, dass sich der Bordrechner meldet und ihre Systeme abschaltet. Höchst unangenehm. Außerdem können einige Roboter auch fliegen und damit kann man nicht nur Geschwindigkeit machen, sondern auch die Gegner zerstören. Sie müssen nur auf deren Dach landen. Shutdown sequence initiated. Shutting down. Okay, Toad. Follow me to Nav Alpha on the gunnery range. It is time to see how you handle a mech weapon system. Keep your shots true, Scrub, and do not even think of making a mistake. You have live rounds in that mech. External camera engaged. Bevor es in den Kampf geht, sollten Sie aber erst einmal ein paar Trainingsrunden absolvieren. Ein erfahrener Kommandant sagt Ihnen, wo es lang geht, und Sie machen genau das und nichts anderes. Sie müssen mit dem Mech navigieren, alle Systeme beherrschen und gut mit den Waffen umgehen können. Wer sich dann in den Missionen gut schlägt, wird in den Clans schnell Karriere machen. Feel free to approach the targets if you find them difficult to hit. Your secret is safe with me. I will not tell a soul of your incompetence. Trust me. In this mission, you may find the optical magnification bug useful. The Z button on the left of the cockpit increases the value of the zoom. Shift Z decreases the value. Timberwolf. Gargoyle. Warhammer. Das Clan-Oberhaupt gibt zwar für jede Mission einen speziellen Mech vor, doch besser bastelt man sich selber einen Roboter zurecht. Mit wenigen Mausklicks sucht man sich das passende Modell aus, rüstet es dann so lange auf, bis das Gewichtslimit erreicht ist. Technisch und atmosphärisch ist MechWarrior 2 der beste Roboter-Simulator. Einzige Kritikpunkte sind die etwas trockenen Missionsbeschreibungen und die arg lineare Handlung. Das heißt, Sie müssen eine Mission schaffen oder so lange spielen, bis sie eben doch erfolgreich beendet ist. Abgesehen davon ist MechWarrior 2 ein sehr actiongeladenes und spannendes Spiel mit hohem Schwierigkeitsgrad.